LKW oder Zug? Wie sollen Güter transportiert werden? Und muss es eigentlich entweder oder sein, wenn beides sich perfekt ergänzt, um Schienengüterverkehr möglich zu machen? So wie bei Coca-Cola. Für Konsumgüter wie Coca-Cola ist der Mix aus langem Transport auf der Schiene und der letzten Meile per LKW ideal. Individuelle Lösungen ermöglichen es, auch ohne eigenen Gleisanschluss schon kleine Mengen auf der Schiene zu transportieren. Wir produzieren weitgehend regional und haben deswegen kurze Lieferwege. Wo das nicht möglich ist, setzen wir in Zukunft noch stärker auf die Bahn und haben deswegen mit DB Cargo ein Netz zwischen unseren Standorten geschaffen. Vor allem für lange Strecken über 300 Kilometer wählt Coca-Cola verstärkt die umweltfreundliche Schiene. Bereits 2016 haben wir in einem ersten gemeinsamen Projekt begonnen, für Coca-Cola Transporte über innerdeutsche Langstrecken auf die Schiene zu verlagern. Heute verbinden DB Cargo und Coca-Cola in ihrem Netzwerk 13 Coca-Cola-Standorte. Nach der Beladung am Coca-Cola-Standort übernehmen LKW die Fahrten von und zu den Umschlagbahnhöfen. Sie haben sogenannte Wechselbehälter geladen, eine Art Container mit Schiebeplane. Dadurch funktioniert das System Bahn für Coca-Cola extrem flexibel und ohne eigenen Gleisanschluss. Sogar Tür zu Tür. Wir können mit DB Cargo Schienengütertransporte der gleichen Vorlaufzeit bestellen wie Transporte auf der Straße. Um unser Ziel bis 2040 klimaneutral zu sein, zu erreichen, müssen wir in der Produktion, in der Logistik und in anderen Bereichen zahlreiche Maßnahmen umsetzen, um CO2 zu sparen. Deswegen entwickeln wir für unsere Kunden immer neue Lösungen. Und für Coca-Cola ist das die clevere Kombination von LKW und Schiene.